Ja, wir sind im Rio Bellplaya angekommen, auf dem 9. Stockwerk, ganz oben. Haben hier Badewanne mit Dusche. Großes Bett. Großer Kleiderschrank. Fernseher. Sitzecke. Traumhaft schön. Einen grandiosen Blick haben wir hier auf Tormelinos. Hier geht's runter. Also sind wir im Fisch. Hier sehen wir das Rio Bellplaya, das Haupthaus. Hier der Pool mit dem kleinen Becken, hier das Restaurant, hier ist das Nebenhaus, hier liegen die Leute, schön angelegt mit Papageien, Kakteen, Palmen und hier da drüben, das ist jetzt ein ganzer Papageienschwarm da drüben. Jetzt hat man sie gerade gesehen, lauter grüne Papageien. Das sieht sie bloß nicht so gut. Die haben ein rotes Köpfchen, schön. Die fliegen hier in Scharen rum, die Papageien. Sind alles freie Tiere. Hier sehen wir die Papageien. Die fliegen hier in Scharen rum, grüne mit roten Schnäbeln. Schreien dann auch ein bisschen, wenn sie fliegen. Aber sind super schön. Schöne Papageien hier direkt an der Straße. Genau gegenüber ist der Strand. Hier vom Rio Bellplaya. Hier ist immer das Rio Bellplaya. Das ist hier der Eingang. Dann läuft man gerade hoch. Das ist direkt an der Rezeption. Hier hat man schöne Bar. Und hier ist das Haupthaus. Das hat 9 Stockwerke. Und hier nebendran gibt es noch ein Seitenhaus. Das hat vorne 3 und hinten 4 oder 5 Stockwerke. Ich würde immer empfehlen, im Nebenhaus zu kommen. Weil vorne ist die Hauptstraße und da ist es immer viel lauter. Ich bin der Hubert, ich zeige euch das alles und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Heute schauen wir uns noch ein weiteres Rio Hotel an. Da zeige ich euch auch, was geht, was wir filmen können. Und wenn euch alles gefällt, unten auf Abonnieren gehen und dann seht auch meine weiteren Filme. Bis dann, ciao! Hier wird Boccia oder irgendwas gespielt. Das sieht sehr interessant aus. Hier liegt die weiße Kugel. Und die Oma liegt alle in weiß angezogen. Das sieht hammerscharf aus. Als ob das so ein richtiger Verein wäre. Und die sitzen da und gucken und machen und tun. Und hier hinten haben wir das zweite Rio Hotel. Die liegen hintereinander. Hier ist das Bellplaya und hier ist es das andere. Hier ist Matthias Le bei seiner Lieblingssache. Der telefoniert gern. Und hier sehen Sie den Parkplatz, wenn Sie einen Mietwagen haben. Hier genau vom Rio Bellplaya, hier hinten dran, haben Sie kostenlosen Parkplatz. Einmal hier heroben und einmal da hinten unten. Da ist noch ein zweiter Parkplatz. Und unten drunter ist sogar noch ein Parkhaus. Hier sehen wir noch das Rio Hotel von vorne. Hier vorne ist dann noch ein Boccia-Feld. Hier hinten direkt dran ist der Pool. Hinten rechts, da war der Speisesaal. Das Zimmer haben wir da vorne angeschaut gehabt. 405. Das ist genau gegenüber von unserem Rio Bellplaya. Hier gibt es schönes Haus, schöner Garten. Hier ist der Eingang. Super schön tropisch angelegt. Gummibahn. Ich sehe das so von außen, das fällt mir her.
hier sind die Rezeption. Hier ist die Halle. Hier hinten geht es zum Abendprogramm. Hier durch den Gang geht es zum Neubau. Und hier ist der Haupteingang. Und hier geht es zum Hauptgebäude bis zum 9. Stock. Und hier gibt es noch eine Eisbahn. Das ist dann schön passieren lassen. Und hier sind dann die ganzen Karten mit dem Code. Hier auf der Seite ist Altos, ITS, Neckermann. Und hier drüben sitzt dann 1-2-Fly. Hier außen sitzt dann 1-2-Fly. Und Vorsicht hier, die verkaufen einem die Ausflüge, das sind in 5 Sprachen. Ich würde zur deutschen Reiseleitung gehen und würde fragen, ob die einsprachig sind, die Ausflüge. Das ist immer ganz wichtig. 13 Uhr wird in Rio Playa Park gegessen. El Playa, nicht in Playa Park. Es steht alles auf den Spuren. Hallo. Hallo. Pünktlich, eine Minute vorher wird aufgemacht. Oder eine Minute danach wird aufgemacht und alle stürzen rein. Guten Appetit. Ja, Hammer. Pizza, Salateller, eine super leckere Knoblauchsoße, die Spitze. Verschiedene Salami. Hier drüben ist die Zapfsäule. Hier gibt es Rotwein, Weißwein, Rosé, Cola, Fanta, Bier, Weinwasser, Säftchen, Soda. Hier gibt es Pizza, Hamburger Würstchen. Heute gibt es mal wieder Paella für jeden Tag. Hier ist der jüngere Speisesaal und hier wird dann immer noch frisch gebrutzelt. Hier gibt es dann Nudeln. Und hier auf der linken Seite sehen Sie noch das Nachspeisesbuffet. Tiramisu, gutes Obst und Eis, verschiedene Eissorten, Säfte und hier habt ihr noch die Käse, die Käseecke. Brot kann man sich frisch aufschneiden. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Matthias. Happy Birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Matthias. Zum Geburtstag viel Glück. Finish. Hoch sollst du leben. Hoch sollst du leben. Dreimal hoch. Aus dem 9. Stock. Hier ist der Pool. Wenn ihr hier rausschaut, es fährt einem voll in den Magen, was so hoch ist. Also gerade runter, mal zoomen und wieder zurück. Das ist mal ein anderes Gefühl, das zu sehen. Das Meer ist heute richtig türkis, super schön. Wir haben 31 Grad und das im Oktober. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es noch so warm ist, aber es ist traumhaft. Jetzt zeige ich euch noch die andere Seite. Gehen wir einmal durch, durchs Zimmer durch. Und dann seht ihr quasi die andere Seite von Tormelinos. Das ist hier halt ein bisschen Beckenburg. Hier ist die Aussicht nicht ganz so schön. Wir sind hier wieder im 9. Stock. Und so geht es nach unten. Es ist ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Ich würde jetzt nicht den 9. Stock eigentlich buchen hier. Ich würde dann lieber ein bisschen weiter runter gehen. Aber traumhafte Sonne, ein Wetter wie aus dem Bilderbuch.
Das Meer ist zwar schon kalt, aber es sind doch immer welche, wo im Meer baden gehen. Hier hinten müsste der Flughafen sein. Wir warten schon die ganze Zeit, dass eine Maschine kommt, aber es startet halt wieder. Hier geht normalerweise hier so hinter dem Hotel, hinter dem Nachbarhotel, hier die Maschine raus, aber gerade heute kommt leider keins. Na, mir geht jetzt erst einmal zum Abendessen und dann zeigen wir mal. Hier haben wir eine Internetverbindung. Muss man hier das Geld einschmeißen. Brauchen wir sozusagen kein Laptop, kein gar nichts mitzunehmen. 2 Euro, 1 Euro. Und dann kann man schön ins Internet gehen. Und hier vorne direkt ist dann die Rezeption, wo man reinkommt. Isla Mauritius. Ab Februar 2015 3 neue Hotels. Das Hotel Rio Faral, das Rio Leone und das Rio Leone. Das gibt es sogar ein Alles-Only-Hotel, alles nur Erwachsene. Da freuen wir uns schon, wir laufen da mal ein Ziel. Erstmal. Und hier sehen Sie das Hotel Bern. Es sitzt alles voll. Das All-Inklusiv wird hier voll ausgeschöpft. Sehr viele Engländer, sehr viele Holländer. Und die können trinken bis zum Umfallen. Das ist der Wahnsinn hier. Hier sitzt oben alles voll. Hier ist das Nachbarhaus, das Kleiderhaus. Und hier seht ihr das große, die neuen Stockwerke. Hier ist das All Inclusive, was man alles holen kann. Das Personal ist sehr nett. Und hier sehen Sie die Halle, wo abends die Leute sitzen und das All Inclusive ausnutzen bis zum Umfall. Hier wird gesoffen bis zum Exit. Und hier sind wir dann direkt in der Halle und an der Rezeption. Matthias, was sagst du zu den vielen Schnapsleichen hier immer? Zu den vielen Schnapsleichen. Hier wird gesoffen bis zum Umfallen. Erzähl uns mal was davon. Ich erzähle da gar nichts davon, das ist schon extrem. Also die Engländer und die Holländer trinken hier wirklich unheimlich viel und ja, werden auch recht ausfallend, legen ihre Käsebämmen auf die Tische. Also wunderbar, das beste Beispiel sitzt da drinnen gerade. Ja, habe ich schon eingefilmt gehabt. Das waren Holländer. Und hier pünktlich zum Abendessen, die Leute stehen Schlange, dass wir zum Abendessen gehen können. Und wir trinken natürlich auch was, weil anders kannst du das hier nicht erfahren. Hier gibt es Leckereien, meine gibt es Garnelen, Fisch. Ich gehe jetzt gleich am Anfang rein, dass ich euch noch schön das ganze Buffet zeigen kann. Ja. Hier herüber ist die Suppe. Hier gleich die Warme essen. Hier sehen Sie das Hotel. Hier sind die Leckereien. Kommt das hier? Knoblauchbrot. Alles, was das Herz so. Auf was sich das Herz so freut. Und bei dem jungen Mann hier, es gibt Sachen. Es gibt Spaghetti. Das Haupthaus. Hier vorne ist der Tag, der Pool und hier ist das Nebenhaus. Direkte Strandlage über die Straße und ist noch direkt am Strand. Hier gibt es Kiosse, Eis, hier herüben lauter Geschäfte, Zeitungen, Filterfrau, alles was das Herz
erfüllt. Ist ein günstiges Hotel und ist aber auch ein wenig einfacheres Hotel. Mit den Haupt-Rio-Hotels kann man das nicht vergleichen. Er war wieder ein Sandburgbauer, da gibt es jede Menge von denen. Die bauen so richtig schöne Sandburgen. Eine Windmühle aus Holland. Hier gegenüber ist unser Bleier. Hier gibt es überall Restaurants, Bars, wo man schön essen kann. Hier Fisch dann am Strand direkt zugerichtet. Dann kann man hier schön am Strand gehen. Im Moment kosten 2 Liegen und ein Sonnenschirm 7 Euro. Und das ist vom Preis her eigentlich auch recht gut. Und das Meer schimmert richtig schön. Und Matthias erzählt uns heute. Ich erzähle gar nichts. Weißt du? Die Fischlich werden jetzt aufgespießt und die gibt es nachher zum Essen. Kann man sich nachher dann am Strand kaufen. Ui, ein Bananenstock ist hier gepflanzt worden. Traumhaft. Das gibt eine Oase hier. Hier mittendrin sind dann auf einmal lauter Palmen. Happy Birthday to you. Oh, gut. Hey, gut. Happy Birthday to you. Happy Birthday to. Lieber Matthias. Lieber Matthias. Happy, happy birthday to you. You. Oh, thank you. Oi. Hier haben wir dann die Preise. Eine Liege 3,50 Euro. Es ist super schön hier, hat man auch noch Auflagen, hat man hier noch mit dabei. Schön bequem. Matthias liest sich alles ganz genau durch. Ist ganz... Matthias, alles okay? Wunderbar. Hier sehen wir unser Bellplayer direkt vom Strand. Hier hinten ist das Costa Lagos, wo uns noch ein bisschen besser gefallen hat. Das ist direkt hinten dran. Ist halt ein kleines Stückchen zum Strand, zum Laufen. Aber von der Einrichtung her, vom Service, von allem her, wir waren mal drin, hat es uns jetzt ein bisschen besser gefallen. Hier sehen wir den Sabiki-Strand. Der ist ein bisschen durch die Ebbe, der ist ein bisschen angeschwemmt. Und hier kann man Kilometer weit laufen. Das ist halt das schöne Wetter. Super schön. Matthias, wie gefällt dir der Strand? Wunderbar. Sehr, sehr schön gefällt mir der Strand. Wirklich, doch. Das ist auch ganz, ganz, obwohl der dunkel ist, der Sand, der ist total, total, ja, feinkörnig. Also super schön. Ja. Die Hammelburger Füß im Tormelinoser Strand. Traumhaft. Was ihr wissen müsst, hier gehen direkt die Maschinen, steigen gerade. Nebenan. Man hat hier den ganzen Tag ein bisschen Fluglärm. Das muss man einfach ein bisschen, das geht direkt hier hinter dem Hotel, kommen die Maschinen raus hier hinten. Und es sind auch welche im Meer. Hier haben wir das Haupthaus von Rio Bellplaya. Hier vorne ist dann ein Spezialitätenrestaurant oder morgens bis abends gibt es hier Spätfrühstück und ein paar Snacks am Pool. Und hier hinten dann ist dann direkt der Pool am Strand. Hier hinten gibt es dann noch so einen roten Bus. Da kann man bestimmt dann noch Ausflugsfahrten buchen. Und hier am Strand da herüben. Kommen wir direkt, wenn man am Strand will, muss man seine Liege bezahlen. 3 Euro jedes Stückchen. Links vom Hotel 3 Euro und drüben 3,50. Kann man auch noch ein bisschen sparen. Und man muss bloß aufpassen, hier die Maschinen. Die starten hier alle über auf der Seite vom Hotel. Ins Tivoli-Wald. Der holt dann wahrscheinlich hier die Leute ab. Da kann man dann ins Tivoli-Wald, das ist so ein Freizeitpark, ist das. Wasserrücksparen und alles solche Sachen. Das
Matthias Sonnenflich ein bisschen. Genau. Oh, bist jetzt richtig traurig, dass wir heute heimfliegen? Total. Bist richtig traurig. Ich sehe es, die Tränen kommen. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Daheim ist wieder schlechtes Wetter, ne? Das ist das Hauptproblem, ne? Ja, der eine Tag macht jetzt das Kraut auch nichts mehr fett. Und Cola leid. Das Hotel ist sehr gut geeignet für ältere Leute. Ist oft, hat hier hinten einen Aufzug, wo man mit dem Rollstuhl runterfahren kann am Pool. Das ist eigentlich sehr gut. Man kann hier hinten rechts und links schön auch reinlaufen. Gestern war auch ein Rollstuhlfahrer, der ist reingegangen. Einfach traumhaft schön. Hier mal die Bar, die geht den ganzen Tag bis abends. Kann man sich das ordentlich holen. Alle Cocktails, was man mag, hier hinten hat man das Problem. Da kann man dann lecker heim sich holen, kann sich hinsetzen. Matthias, komm mit. Und hier hinten sind welche, die haben lang geschlafen. Die haben die Backen bis hinten voll, die hören wir bis rauskauen. Fräuleinchen, schmeckt Ihnen das Frühstück hier vorzüglich oder wie ist es? Dieses Frühstück ist sowas von excellent. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben. Was haben Sie sich denn schönes rausgesucht? Ich habe mir ein trockenes Brötchen, bisschen Schinken, ja. Bisschen Eier. Was sagt der junge Mann dazu? Ja, das gleiche. Aus Frankreich. Ein bisschen französischen Dialekt, bitte. Ja, das gleiche. Ja, Eis, Früchte, hier wird alles frisch geputzt. Wir haben noch eine Preise auf den großen. Hier ist die Information Touristica von Torbellinus. Da kann man sich alle Informationen, was es gibt mit Ausflügen, Wassersport, vom Stierkampf über alles, was man hier machen kann, kann man sich hier Informationen holen. Hier am Kreisel und hier vorne Amelia Hotel. Hier kann man direkt in die Stadt. Das Amelia Costa del Sol. Das Solhotel Principe, direkt an der Straße. 3-4 Hotels von Rio Blaya. Super schön modern eingerichtet. Fällt uns sehr gut. Hier wird man auch erinnern. Sind 3 Flöcks, Pool, Restaurant. Man hat alles, was man braucht. Hier haben wir schöne grüne Papageien. Die fliegen hier. Kreuz und quer. Die sitzen auch schön hier in den Bäumen mit drin dabei. Man sieht sie bloß nicht, weil sie so grün sind. Hier sehen wir das Rio Belpaia, der Pool. Das Wetter ist heute nicht ganz so schön, aber es ist trotzdem toll. Und Matthias trinkt einen Irish Coffee. Und der schmeckt ja, Matthias? Der schmeckt super lecker. Hier sehen wir das Handchen. Super schön. Ist voll. Ganz zwar. Hier haben wir einen Fitnessraum. Hier sind die Poolbügel. Und hier ist vom Pool die Toiletten. Super schön. Unser Bademeister
Nein, nee, geht schon. Weißt du nicht, wieso das so ist? Der Pool ist schön mit flach abfallen, kann man schön reingehen. Hier haben wir dann die Poolbar, da gibt es jetzt Kaffee, Kuchen, Bier. Und das Hauptgetränk ist Irish Coffee hier. Alle trinken hier Irish Coffee. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass es sowas gibt, aber naja. Wie das gibt es hier Snacks, nach dem Frühstück gibt es Snacks. Und hier ist dann das Hotel. Und hier ist das Kleine und da ist das Große. Es hat 9 Stockwerke. Deswegen immer schauen. Ich schaue immer, dass unsere Kunden hier in dem zweiten sind. Da sieht man auch die hinteren Türen nicht so und ist schöner gelegen.
baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Feller in Hammelburg im East.